Nicht, dass der jetzt gleich hier am Zaun rüttelt, ne, der Gute. Sieht nämlich fast so aus, wenn er gleich ausrasten würde am Zaun. Ach, da läuft er rum. Da kann man hier so schöne, naja, mehr oder weniger schöne Screenshots machen. So, wir brauchen aber immer noch die Spielhalle. Und ich glaube, die werde ich hier in diesem Bereich hier irgendwo hin platzieren. Dazu müssen wir natürlich aber erstmal wieder ein bisschen das Ganze hier glätten. Und dann gucken wir einfach mal in die Bewertung rein. Und zwar nach Spaß. Auch wenn die überall Spaß haben, außer die oben, die ankommen, die haben noch keinen Spaß. Würde ich sagen, wir packen die Spielhalle hier in diesem Bereich hier hin. Das heißt, wir gucken einmal hier Spielhalle und platzieren die dann, ich würde sagen, hier so in diesem Bereich hin. Zack. Kümmern uns darum, dass das Gelände wieder ein bisschen angeglichen wird hier. Und verbinden das Ganze dann mit einem Weg. Strom braucht es natürlich auch noch, aber dann wandeln wir diesen Mast hier einfach, der hier steht. Den können wir zwar nicht einfach so, ah doch, können wir. Können einfach drüber hovern. Dann wandeln wir das Ganze doch einmal um. Park zu 10% überfüllt, das ist auch noch alles im Rahmen, da geht noch ein bisschen mehr. Wir wollten jetzt nochmal den Gigant Spinosaurus ausbrüten. Da holen wir uns nochmal zwei von, würde ich sagen. So, Spielhalle machen wir natürlich Next-Gen-Konsolen. Und zwar verkaufen wir die für 16. Hoffen wir mal. Warum fehlt ihm... Ja, okay, der ist einsam. Aber er kriegt jetzt ja gerade neue Freunde dazu. Das wird ja so langsam... Sollte das hier nach oben gehen. Nicht, dass der jetzt gleich hier am Zaun rüttelt, ne, der Gute. Sieht nämlich fast so aus, wenn er gleich ausrasten würde am Zaun. Lass den Zaun in Ruhe, mein Lieber. Ich sag dir das, da ist Strom drauf. Junge, da ist Strom drauf, nicht dagegen hauen. Sag mal, geht's noch? Ich glaube, es hackt. Sag mal, da ist Strom drauf, Junge. Ja, du hast doch Freunde da hinten. Geh doch zu deinen Freunden darüber. Ja. Menschenskinder, hör auf. Davon brauchen wir mal eine Aufnahme. Das müssen wir nochmal seinen Freunden und Verwandten zeigen bei Gelegenheit. Wie er hier den Zaun anditscht. Wir haben natürlich auch verschiedene Filter hier, also Graustufen, Sepia, Nachtsicht und wir können natürlich auch noch das Bildformat noch entsprechend ein wenig anpassen. Das ist hier mit Briefkasten gemeint. So langsam, langsam. Wir brauchen halt ein Bild, wo er genau dagegen haut. So in etwa, ne? Jetzt gucken wir mal, die richtige Position nochmal finden hier. Ja. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das ist ein gutes Bild für seine Verwandtschaft. So. Ich meine, die anderen werden gerade freigelassen da hinten. Junge, du hast doch jetzt gleich Gesellschaft. Mach dir doch nicht so einen Kopf. Stranger Team muss auf jeden Fall gleich erstmal den Zaun hier reparieren. Weil der ist nämlich gleich kaputt. So. Kann er mal aufhören, jetzt den Zaun hier zu demolieren? Ich meine, da hinten kommt... Wo sind denn die Neuen eigentlich? Die müssen doch jetzt eigentlich schon da sein, oder nicht? Das ist immer noch zu wenig vielleicht. Soziale Gruppe.
4 bis 10, ja. Aber wir haben doch jetzt hier, Moment. Karte. 2, 3, 1. Oh, es fehlt uns noch einer. Shit. Dann brüten wir doch nochmal 2 aus, würde ich sagen. Okay, jetzt ist der Zaun ganz hinüber. Und der Dino ist ausgebrochen. Dann würde ich sagen, Betäubungsgewehr. Oh nein, daneben geschossen. Wow, mit dem dritten Schuss, aber alle guten Dinge sind 3. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Danke. 374.000 haben wir von der Wissenschaftsabteilung bekommen. Sehr gut. So. Beruhigung erfolgreich. Muss man sogar 2-mal draufschießen. Hupsi. Transportteam, einmal bitte einsammeln, einmal bitte hier hinbringen. Danke. Niemand hat's gesehen. Ich habe diesen neuen Auftrag gerade erst erhalten. Und er ja. Trägt ihren Namen. Danke, mein Name. Ja, dann baue ich da mal Schutzraum. Also neue Schutzräume, würde ich sagen. Gucken wir mal, wo wir denn noch Schutzräume brauchen. Hier oben, ja, okay. Bauen wir hier oben mal einen neuen Schutzraum hin. So, wieder alles ein bisschen glätten, alles wieder ein bisschen schön machen. Und dann den Weg dorthin zum Schutzraum platzieren. So, Gyrosphäre. Macht natürlich noch keinen Gewinn gerade. Für 23 verkaufen wir die Turma. Ich meine, ja, der ist halt immer noch ein bisschen bedröppelt. Aber er kriegt ja gleich neue Freunde. Ja, du kriegst gleich neue Freunde, versprochen. Ja, wirklich ganz, ganz großes Versprechen an dieser Stelle. So, Schutzraum haben wir geschafft. Sogar die menschlichen. Ja, alle Tiere brauchen Schutzräume, sogar die menschlichen. Welch weise Worte. So, lassen wir den mal frei. Und den zweiten dann auch gleich. Dann haben wir das Thema nämlich auch abgehakt, dass die hier irgendwie unzufrieden sind. Na, guck mal, du kriegst neue Freunde da hinten. Da, guck mal, da kommen deine neuen Freunde. Bist jetzt zufrieden? Wirst du jetzt auf den Zaun kaputt zu machen? Das wäre wirklich großartig. Danke. Ja, versprochen? Alles klar. Ja, sonst muss ich dich einschläfern lassen. Das wollen wir ja nicht, oder? Ja. Und die Geborgenheit geht jetzt nach oben. Sehr gut. Da freut sich jemand, ne? Zumindest sieht's so aus. Oder? Hör auf, den Zaun anzugreifen. Du hast es mir gerade versprochen, Junge. Du hast gesagt, du lässt den Zaun in Ruhe. Also tu es nicht. Nein. Nein. Hör auf. Sag mal, was ist... Hallo, wir haben gerade darüber gesprochen. Lass den Zaun in Ruhe. Ja. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Ja? Manchmal muss man einfach ein paar ernste Worte mit ihm sprechen. Oh, ich behalte ihn aber mal echt im Blick. Ach, guck mal, jetzt sozialisiert er sich. Ja, das sind deine neuen Freunde. Deine neue Familie. Also sei gefälligst nett zu denen, ja? Ich glaube, die beiden, die werden sich schon vertragen. So, Kraftwerk einmal neu gestartet oder neu starten lassen. Wir gucken mal bei der Unterhaltung, dass wir da auch nochmal... wobei, warte mal, Aufträge. Machen wir noch einen neuen Auftrag hier. Jeder sagt, sie hätten immer alles im Griff. Dieser neue Auftrag sollte also ein Kinderspiel sein, richtig? 10 Minuten lang keine Stromausfälle. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ah, das könnte was werden. Ja, wir haben einen kleinen Sturm. Wer hätte geglaubt, wir machen mal die Schutzräume auf und reparieren, was zu reparieren ist. Können wir gleich mal noch mal die nächsten Ranger-Teams losschicken. Wir müssen das Essen nochmal auffüllen dann. Und die hier
Auch nochmal. Ach, Sabotage. Ja, super. Mittleres Kraftwerk wurde sabotiert. Da müssen wir noch ein paar Aufträge machen, um nochmal einen besseren Ruf wieder zu erlangen. Wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal einen weiteren Ruf bei der Wissenschaft. Sieht so aus, als gäbe es einen weiteren Auftrag, der ihre Aufmerksamkeit verdient hat. So, wir brauchen ein Mamentiarus. Den holen wir uns doch dann direkt mal, würde ich sagen. Mal gucken. Na gut, erstmal brauchen wir wieder Strom. Also der Sturm ist vorbei, das heißt, die Schutzräume können wieder schließen. Das System wurde wieder hergestellt. Okay, das heißt, wir haben auch wieder Strom. Und wir gucken mal hier kurz rein. Achso, ja, ein Langhals, okay. Soziale Gruppe 2 bis 4. Wir modifizieren das Genom nochmal, setzen mal alle zurück einfach. Damit er nicht ganz so teuer wird. Und holen wir uns gleich mal 2 Stück davon. Würde ich sagen. Und dann müssen wir natürlich auch das Gehege nochmal hier ein bisschen umgestalten. Das heißt umgestalten. Im Prinzip brauchen wir jetzt nochmal hier eine erhöhte Futterstation. Nämlich einmal hier. Und dort packen wir auch nochmal eine hin. Für unsere neuen Dinos, die dann gleich da sind. Gut, wir gucken mal in die Verwaltungsansicht nochmal grundsätzlich rein. Essen sieht hier gut aus, Getränke auch, Einkaufen auch, Spaß ebenfalls, Toiletten auch. Wir hatten hier vorhin ein bisschen bei der Beobachtungsplattform ein bisschen Probleme. Müssen wir mal gucken, ob sich das dann gleich wieder einpendelt oder ob wir dann auch gleich was brauchen. Und dann gucken wir mal, warum wir jetzt... wir haben an 2 Stellen keinen Strom. Vielleicht sollten wir das mittlere Kraftwerk dann doch nochmal upgraden und eine verbesserte Leistung da drauf packen. Machen wir gleich mal 2-mal. Jetzt haben wir gleich wieder hoffentlich ein bisschen mehr Kapazität. Ja, hier oben haben wir noch 33 ungenutzt. Alles klar. Das passt. Oh, das Restaurant ist auch direkt voll. Ja, super. Dann machen wir da mal ein bisschen mehr Personal da rein. Dann sollte das auch passen. Ja, und jetzt haben wir hier oben das Problem, dass wir hier mal auch ein Restaurant brauchen. Also bauen wir doch nochmal ein weiteres Restaurant hier oben hin. So, auch hier wieder ein wenig glätten. Damit die Wege hier noch halbwegs begehbar sind und halbwegs gut aussehen. So, und dann kommt der Weg hier wieder hin. Und dann sollte das auch passen. Hoffe ich zumindest. So, die beiden Dinos sind hier noch gerade in der Entwicklung. Der Gewinn pro Minute knapp etwas mehr als 500.000. Sehr schön. Das kann sich schon mal sehen lassen. Und macht sich natürlich auch beim Kontostand bei uns bemerkbar. Also wir haben jetzt aktuell 16 Millionen. Dafür, dass es am Anfang so schlecht aussah, nicht schlecht. So, auch hier wieder das Gigantosteak, was wir verkaufen, sollte die Zufriedenheit erhöhen. Und dann können wir auch gleich mal die Kapazität auf 800 erhöhen. Und wenn gleich die neuen Dinos da sind, dann kommen hier auch wieder mehr Besucher rein. Ansonsten sieht es jetzt vom Essen her sieht's gut aus. Getränke auch. Einkaufen passt. Spaß passt auch. Toiletten passen. Also alles in einem sehr, sehr guten Rahmen. So, die beiden sind hier gleich fertig. Dann könnten wir unter Umständen ein Problem haben mit unseren Trichtonsaurus, also mit dem könnten wir gleich ein Problem haben, weil der Bestand nähert sich so langsam der kritischen Grenze. Also 0 bis 8 ist der ideale Bestand. Und ja, wenn wir gleich 2 neue Dinos hier reinholen, könnte das hier im Gehege zu kleinen Problemen führen, unter Umständen. Du könntest natürlich ein bisschen günstiger machen, die Deluxe-Tour. Ich weiß nicht, ich hoffe dann gleich, dass gleich ein bisschen mehr damit fahren. Weil 51 von 320 ist jetzt ja nicht so viel, um ehrlich zu sein. Aber mit der Deluxe-Tour an sich sollte das eigentlich passen. Also wir sehen ja auch bei der
Zufriedenheit, also bei der Transportzufriedenheit, wir haben halt eine Transportbewertung von 100%, was halt gut ist. Das ist wirklich gut. Und ja, je höher die Qualität ist der einzelnen Geschäfte, also hier bei der Gyrostation zum Beispiel auch, oder bei der, da können wir verschiedene Touren einstellen. Und je besser die Tour, desto zufriedener sind natürlich auch die Gäste. Und gleiches gilt natürlich dann auch eben für die einzelnen Läden, wie jetzt die Spielhalle, Kleiderladen. Also je besser oder je bessere Sachen wir verkaufen, desto besser ist es eigentlich auch für uns dann nachher am Ende. So, wir können einen Dino freilassen, beziehungsweise zwei. Lassen wir ihn mal frei. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Ah, Erfolgsrate 4.0 ist freigeschaltet. Sehr cool. Ja, und der ist natürlich schon ziemlich groß. Da freuen sich die Besucher hoffentlich.